for the Manhunter. And the next mission is... In the desert, an unholy priest causes mischief. This undead lich should be silenced. The reward is 1200 gold this time. And, ich habe leider keine Zeit zum Reden. In the desert. Where is... Oh. That's... going to be a while. Also, as I noticed, I couldn't get a +5 in speed even if I wanted to. Because, surprise, surprise, I am out of light armor skill increases. I'm going to get +4 this level up, and then there's never going to be more than +1 ever again. So, yeah. All of the times I had an odd number of skills up was a waste. I think I am far enough out of town where I won't trigger the witch spell. So I may as well start by teleporting to Waverock. After I kill whatever stupid creature has decided to attack me. And that crashed the game. Continue on from wherever I last saved. Before collecting the bounty. Great. Note to self, always save before attempting to teleport. Collect reward. Get new quest. And this chicken is frozen. Probably have a few things to drop off. Outside of town.
Teleport. Waverock. Save. Cast. Teleport runes do I have on me? I think two? Yep. That should be fine. And from here I'm heading south. Perfect. I did not mean to teleport back to Waverock. Load. Set my healing spell. I'll take it from here again. That was foolish of me. Bite hard. There's an ice claw and a bunch of mana blooms. This is pretty. Actually, I'm just gonna make a save here. I wonder if the rebalancing of skills and stats is like fully by design, that you're not supposed to be able to get 100 speed stat. Because that is kind of overpowered. Definitely something I will consider when I play my second character.
guess. Some sort of barrier? Hello. South Realm border station. May I pass? Hi? Hi. Well then, I guess I'm not doing that bounty anytime soon. To mainline plot. Oh, I should return to the sanctum. That's probably need to progress mainline plot before I'll get to go to the South Realm. And this seems to be completely impassable. And with invisible walls being as annoying as they are, I probably can't just swim around. I should try though. That tree has no roots. This area is fairly barren. No ingredients to harvest or anything. Not even grass. Nasty crab was attacking a deer? I have my arrows unequipped. Or was it attacking the rabbit?
That's that cemetery. So I can't enter Kabayat, and I can't even get into the South Realm. Yep, it's time to progress plot. Teleport to the Arcane Sanctum after I harvest these few ingredients. Yeah, I think I'm ready to go. Okay, where am I? Der Magie zu Ehren. You don't have any more things. I need to pick up a new teleport rune. I'm down to my last one in my inventory. So I don't know if it's Melvin or Mercil I should talk to, but Melvin. Da wären wir. Ihr solltet Mercil aufsuchen und ihm von unserem Erfolg berichten. Das habt ihr euch verdient. Er ist wahrscheinlich in seinem Turmzimmer. Da kommt man aber nur über eine Teleporterplatte hin. Deren Magie müsst ihr euch nun eigentlich passieren lassen. Probiert es einfach aus, es kann ja nicht schiefgehen. There's nothing that could go wrong, you say?
holding. That would be this one. I feel like this is a momentous occasion and I should make a proper save. Willkommen! Wie mir berichtet wurde, habt ihr Melvin gut zur Seite gestanden. Ihr seid begabt, das habe ich gleich gesehen. Und ich bin mir sicher, dass eure Fähigkeiten schnell wachsen werden. Übrigens kommt ihr gerade recht. Wisst ihr noch, was ich euch von Narazul Arantheal, unserem Ordensführer, berichtet habe? Ich habe endlich eine Möglichkeit gefunden, mit ihm in Kontakt zu treten, ohne dass wir dafür wissen müssen, wo er gefangen gehalten wird. Die falschen Göttlichen besaßen einst magische Silberplatten. Diese ermöglichten es ihnen, stets miteinander in Kontakt zu bleiben, auch über große Entfernungen hinweg. Und wir können die Platten dazu benutzen, Arantheals Aufenthaltsort herauszufinden. Die Sache hat nur einen Haken. Wir besitzen keine Silberplatte. Und insgesamt wurden nur 7 von ihnen gefertigt. Eine für jeden der Göttlichen. Wir wissen, dass sich in jeder der 7 Hauptstädte des ehemaligen Reiches eine solche Platte befindet. Demnach liegt die einzige von ganz Nerim in Erotin. In des Kanzlers Thronsaal, um genau zu sein. Aber mitten in Baratheons Thronsaal zu laufen, um sich dort mit dessen Erzfeind zu unterhalten, wäre mehr als nur tollkühn. Es sei denn, ihr wünscht euch einen schnellen Tod. Ach. Habt ihr schon einmal etwas von der Stadt Stormwind gehört? Sie war die Hauptstadt von Tirmatral, das später auch Arkwend genannt wurde. Ein weiteres Reich der Götter. Doch vor ungefähr 80 Jahren erschütterte ein gewaltiges Beben den Kontinent. Natürlich keines von natürlichem Ursprung. Wir vermuten, dass es durch die gleiche arkane Instabilität ausgelöst wurde, die wir auch hier in Nerim finden und die unter anderem für den Energiestau im anderen Sanktum verantwortlich war. Große Teile Arkwends versanken bei dem Beben im Ozean und von der Hauptstadt Stormwend blieb nichts als eine Ruine. Die wenigen Überlebenden verließen Stormwend danach, das ganze Land wurde entvölkert. Dennoch müsste sich die Silberplatte immer noch dort befinden, im Turm der Götter, in den Ruinen Stormwinds. Diese Silberplatte ist für uns am ehesten erreichbar. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie bergen und mitnehmen kann, aber zumindest könnten wir Arantheal kontaktieren und ihn fragen, wo er festgehalten wird. Ihr und Kim werdet dorthin gehen und dies erledigen. Dass ihr bei den Arkan-Golems Erfolg hattet, zeigt mir, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. So how do we get to Stormwind? Das wird auch nicht einfach werden. Aber nichts ist jemals einfach. Von Erutin aus fahren jedenfalls keine Schiffe nach Stormwind. Das Nordreich besitzt keine ausreichend großen Häfen. Und im Südreich brauchen wir es erst gar nicht zu probieren. So we're going to Kabaet? Ich habe allerdings von einigen, nun ja, Seefahrern aus Wellenfels gehört. Sie fahren mit ihrem Schiff öfters Arkwend an, nehmen dort alles mit, was ihnen nützlich oder wertvoll erscheint, und verkaufen es in Nerim. Nun gut, es sind Plünderer. Aber gegen eine entsprechende Entlohnung nehmen sie euch und Kim sicherlich mit. Wellenfels liegt an der Ostküste. Diese Gegend ist wesentlich gefährlicher als die hiesigen Gefilde, also gebt um Himmels Willen Acht. Hinter dem Sanktum gibt es einen Pass durch das Gebirge. Das ist der schnellste Weg. Kim ist bereits über alles unterrichtet und wartet unten auf euch. Durchquert zusammen den Pass und schlagt euch anschließend nach Wellenfels durch. Versucht, die Plünderer dazu zu bringen, euch nach Stormwind zu schaffen. Danach sucht die Silberplatte in den Ruinen des Turms. Wenn ihr sie gefunden habt, nehmt mit ihrer Hilfe Kontakt zu Arantheal auf. Wenn er uns sagen kann, wo sie ihn gefangen halten, wäre uns viel geholfen. Viel Glück euch beiden. Wenn ihr hier im Mittelreich auf Magier trefft, die euch attackieren, dann sind dies die Angehörigen eines Verbandes, der früher Etrona hieß und seinen Sitz in Erotin hatte. Der Kanzler Baratheon vertrieb sie von dort, in seinen Bestrebungen, die Magie zu verbieten.
Und seitdem sind sie Feinde von jedem, der nicht zu ihnen gehört. Interesting. Nice. A little creepy. What's with the Solve Your Agony book? Why is it empty? Maybe they haven't translated it yet? Well, I guess I'm off then. It's still locked. That armor looks good on you. Ah, da seid ihr. Bist du ja. Merzul hat dir alles erzählt, ja? Ich habe gerade Melvin getroffen und er meinte, dass du dich verdammt gut geschlagen hast. Ist das nicht großartig hier? Merzul hat gesagt, dass wir Begabte sind und dass es nicht viele wie uns gibt. Gerade noch war ich ein Sklave und nun etwas Besonderes. Vielleicht wendet sich ja doch noch alles zum Guten. Vielleicht war die Zeit in Sildren nur eine Prüfung für mich. Jetzt sollten wir aber losmachen, nicht wahr? Wir sollen durch den Pass im Osten gehen und dann... Oh, das weißt du ja sicherlich alles schon. Tja, dann bitte. Du hast den Vortritt. Alright, ich hoffe nur, Merzul hat übertrieben, als er von Gefahren gesprochen hat. Auf der anderen Seite. Nun, wir sind ja immerhin etwas Besonderes. Also eigentlich müssten wir mit allem fertig werden. About me? Was? Das interessiert dich? Oh, nun, wo soll ich da anfangen? Also, bevor ich ein Sklave in Sildren war, lebte ich bei meinen Eltern. Mein Vater war ein Priester. Und er lehrte mich jeden Tag, Gehorsam gegenüber unseren Göttern zu zeigen. Ich musste die Lehren aller 7 Götter auswendig lernen. Und wenn ich mich an etwas nicht erinnern konnte, dann wurde ich geschlagen. Und dann, eines Tages, kamen meine Eltern nicht mehr nach Hause zurück. Auf den Straßen herrschte eine Revolte wegen irgendetwas. Und dort sind sie hineingeraten und kamen ums Leben. Ich wusste, dass es Vorherbestimmung sein musste. Etwas... das die Götter getan haben und dass es gut für mich war. Das war so eine Art Prüfung, denke ich. Auch was danach kam, als ich an die falschen Leute geriet und dann in Sildren endete. Ich habe durchgehalten. Und dann kamst du und die Prüfung war beendet. Eben war ich noch ein Sklave, nun aber bin ich etwas Besonderes. Das ist so neu. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Trotzdem danke, dass du mich da rausgeholt hast. Das bedeutet mir wirklich viel. I'm glad he's still essential, because things are going to get different. Difficult. Dangerous. Oh, he's my quest marker now. Great. I'm gonna have to set a different... East Pass. Set a different quest as active so I don't get that annoying quest marker going all over the place. This road is about as good as any, I think.
Oh, his speed stat must be lower than mine. Definitely took the wrong road. Now we're back up to the sanctum. Or, yeah. Oh, there's an ice claw. And around. I was really confused by how the road just stopped there. Is it this way? Ah, here we go. Go through the mine? It certainly looks like it. Unless... No. This is the road. I found East Pass, and it's full of kobolds. They're only nasty kobolds. Eastern Pass. I like it. Is that? Looks
Looks like a bone ripper. Dargor. And my elemental is being stupid. Oh good, you know healing spells. Claws and tooth. And a bouquet of flowers. Okay, I'll take that. Dead donkey. Sorry about my elemental fireballing you in the back. Does that to me too. Is he just gonna stand there? My leveling up is imminent. That is one tiny kobold. And I leveled up. Not sure what I'll go for next. Probably speed and luck and whichever I can get the highest bonus of.